Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Cthulhu mit den Alrix. Wir starten heute in den zweiten Abendnachmittag unseres dritten Abenteuers mit Dr. Lartis T. Y. Deed, Richard Dick Jones, Aurelia von Güldenstein und Mr. Lawrence St. Martin. Vor diesem Abenteuer hier, um es nochmal zu sagen, haben wir schon zwei andere Abenteuer mit diesen Investigatoren gespielt. Das erste war Spuk im Corbett-Haus, das zweite das Geheimnis des Schwarzwaldhofs. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, holt sie gerne nach, es lohnt sich. Ihr steht also nun inmitten dieser toten Möwen auf Kierden Castle. Ihr habt hier die Karte der Ruine und ihr seht, hier ist die Aussichtsplattform, wo ihr beiden seid, und es ist tatsächlich so weit entfernt. Und was man hier sieht, steht wie gesagt noch der alte Turm und Reste des Haupthauses, aber es ist nicht mehr überdacht. Wie viele tote Möwen sind tatsächlich? Du kannst sie nicht zählen. Unzählig viele. Nicht unzählig viele, irgendwann wird man sie zählen können, aber auf den ersten Blick kannst du es nicht erfassen. Okay. Die sind noch relativ frisch. Ein bis zwei Tage alt, hast du festgestellt, ja. Okay. Dr. Deed, was ist mit den Möwen passiert? Nun wundert es mich nicht mehr, dass die alte Dame die Möwen nicht mehr hört in der Nacht. Was? Egal, es ist jedenfalls schon sehr seltsam. Ich würde mir gerne hier ein Exemplar mal genauer ansehen. Kann ich irgendwas feststellen? Du hast schon eine Medizinprobe gemacht. Du kannst... sie wurden umgebracht. Irgendetwas okay. Hat sie getötet. Sie sind nicht einfach vom Himmel gefallen, sie sind komplett zerfleischt. Hm. Also jetzt auch nicht von Jagdgewehren oder so geschossen, sondern wirklich zerfleischt. Was könnte sowas getan haben? Nun, nach dem, was wir schon alles gesehen haben, möchte ich hier kein vorschnelles Urteil fällen. Könnte das uns auch angreifen? Sieht mir jedenfalls nach nichts aus, was man alltäglich in der Natur antrifft. Also kein Bussard oder Adler oder sowas? Nein. Verdammt. Ich denke eher nicht. Ich zieh meine Waffe. Du ziehst deine abgesägte Schrotflinte und du merkst hinter dir, wie LeRaft seine große Taschenlampe hervorholt und anknipst, denn es wird langsam dunkel. Und vor allem der Nebel, der hier stärker ist, und der verhangene Himmel macht es auch noch viel dunkler. Hab ich auch sowas? Nein, aber ich habe mir ein kleines Fernrohr. Macht es uns also die Taschenlampe überhaupt möglich, dass wir jetzt wirklich weit durch den Himmel durchsehen? Eher nicht wahrscheinlich, oder? Nein, ihr seht etwas mehr. Ja, also aber ihr steht jetzt aber nicht wirklich. Ihr steht jetzt nicht komplett im Nebel. Rund um die Insel herum ist Nebel. Okay. Ihr seht schon okay. Weiter. Ihr seht auch von hier hier aufs Meer und so weiter. Mhm. Aber ihr seht nicht von hier auf die Aussichtsplattform. Ja. Darauf wollte ich hin. Das ist komplett im Nebel. Das ist komplett im Nebel. Tja. Verdammt, ey. Ich wollte gerade mit meinem Fernrohr in die Ferne spielen, aber das geht jetzt nicht. Okay, dann untersuchen wir die Ruinen. Doktor. Ich bin schon sehr beeindruckt, dass jemand hier diesen Gang erschaffen hat. Das muss Jahrzehnte gedauert haben, bis man so einen langen Gang unter dem Meer gebuddelt hat. Ihr müsst es ja wissen. Natürlich. Das noch ohne Dynamit. Ihr seid noch beim Eingang in den Tunnel. Untersuchen wir diese Ruinen. Bitte, aber geht vor. Ja, ich gehe vor. Sind da noch irgendwo Treppen oder irgendwie noch solche unüberdachten Räume oder so? Ja, überall. Also du kommst von dem Gang heraus und stehst erstmal in etwas, das früher eine große Halle gewesen sein mag. Es stehen noch Teile der Wände, wo sehr, sehr große Aussparungen für Fenster gewesen sind, aber kein Dach mehr. Und inmitten dieser offenen Ruine, die einst das Haupthaus gebildet haben muss, siehst du drei längliche Scherben. Von weitem. Ich gehe vorsichtig näher hin. Der Boden ist schon fest, also das ist schon festes, massives Gestein. Ja, dann gehe ich dorthin, steige über die Möwen. Nun, LeRaft, wir folgen ihm. Was ist denn das? Es wirkt sehr dick und ist etwas gewölbt.
die Substanz sieht aus wie Perlmutt. Würde ich auf den ersten Blick sagen. Wie groß sind die Scherben? Große Scherben. Okay. Und jetzt, wo du da stehst, siehst du, dass auch ein paar kleinere noch zwischen diesen drei sehr großen liegen. Raft, gleich doch mal daher. Ich möchte mir das ansehen. Ich packe mal meine Schrotflinte weg und gehe zu diesen Scherben hin und versuche eine aufzuheben. Seien Sie vorsichtig, Mr. Jones. Leuchte mir. Nun, was sagt ihr dazu? Es sieht aus wie Scherben. Die Ränder sehen rasiermäßig scharf aus, Sir. Ich passe auf. Passen die Scherben zusammen, wenn ich sie mir zwei Scherben ansehe? Ja. Könnte das eine Kugel gewesen sein? Nein. Es ist eher etwas länglicheres. Mehr so eine Form wie eine große Banane vielleicht. Sind die sehr schmutzig? Nein, sieht aus, wirkt auf dich wie Perlmutt. Okay. Okay. Also nicht schmutzig. Ist da irgendwas eingelassen, eingraviert oder so? Nein, gar nicht. Okay, dann versuche ich ganz vorsichtig. Habe ich noch etwas? Ja, ich habe ein Seil. Okay, ich ziehe meinen Mantel aus und nehme meinen Mantel so als Schutz, dass ich mich nicht schneide und versuche die Scherben irgendwie so zu arrangieren, dass sie zusammenpassen können. Hast du etwas, das du da würfeln könntest? Oh. Lass uns mal sehen, was es da gibt. Irgendetwas Passendes, sonst mach eine Geschicklichkeitsprobe. Mechanische Reparatur. Nein, Geschicklichkeit ist auch... Mach eine Intelligenzprobe. Intelligenz. Gefällt mir am besten, ja. 58. Normaler Erfolg. Okay. Es fehlen ein paar Scherben. Du kannst es aber so in etwa rekonstruieren und was dann herauskommt, ist schätzungsweise ungefähr so groß. So, diese Ausmaße und etwas so länglich gebogen wie eine große, gleichbleibend dicke Banane. Sieh irgendein Motiv auf diesem? Nein. Es ist jetzt auch nicht komplett eben. Also die Oberfläche ist schon etwas, die hat schon ein paar Mulden und ein paar Hügel. Es ist natürliches Perlmutt. Okay, würdest du sagen. Und es fehlen ein paar Scherben. Ja, weil einfach ein paar kleinere in der Gegend noch herumliegen nicht, und ja. Also nicht ist jetzt nicht irgendjemand hat das gestohlen, sondern. Na, dann mache ich ein Foto davon. Ich habe ja die Kamera von dem Reporter. Das ist eine ausgezeichnete Idee, Mr. Jones. Möchten Sie Raft? Natürlich. Wie viele Fotos hat denn dieser Film? Denke, der Reporter hat irgendwas von 15 gesagt. Sollten wir sparsam damit umgehen. Ich denke, es waren 20. Keine Ahnung, auf jeden Fall genug für unsere Zwecke. Wir müssen dieses Geisterschiff fotografieren. Was sagen Sie, Dr. Lee? Sollen wir heute Nacht hier auf dieser Ruine bleiben? Von hier könnten wir, hier sind wir viel näher am Meer. Könnten wir vielleicht das Geisterschiff erhaschen? Und das haltet ihr für eine gute Idee? Ja. Sage ich und zeige auf die Möwen. Naja, ich meine, ich bin gut bewaffnet. Das Einzige, was fehlt, ist eine Thermoskanne Kaffee. Ja, allgemein ist es hier etwas kühl. Naja, das stimmt schon. Aber ich habe meinen Mantel. Es wird sicher nicht gerade angenehm, aber hey. Aber sollten wir nicht zuvor Bescheid sagen, wo wir sind? Ja. Eigentlich schon, ja. Wie lange dauert es, bis wir... Ihr seid ziemlich lang durch diesen Tunnel gegangen. Also was ist ziemlich lang? Dreiviertelstunde. Länger sogar noch. Und dann auch noch der Weg zum Kastell. Also es ist, es ist nicht die Art von Weg, wo man jetzt schnell mal zurückgeht, ja. Um Bescheid zu sagen. Ja, was sagt sie, Doktor? Nun, ich würde eigentlich sagen, ihr könnt gerne hier bleiben. Aber Sie gehen zurück. Kann LeRuff wenigstens hier bleiben? Dann müsste ich ja alleine zurückgehen. Ja, das stimmt auch wieder. Ja, ich lege die Entscheidung ganz bei Ihnen. Würden Sie hier alleine bleiben? Nein. Ich meine, vielleicht. Vielleicht, wenn ich in der Thermoskanne Kaffee hätte. Aber so. Ich hätte auch etwas anderes für Sie. Wirklich? Ja. Kann mir nicht vorstellen, was Sie da haben. Was Sie haben könnten. Sie haben mir schon gesagt, dass Sie nicht meine Medizin mit haben. Ich öffne meine Arzttasche und hole eine Spritze raus. Was ist das? Nun. Das ist doch nicht.
Sie haben mich angelogen. In der Tat. Lurav würde das niemals tun. Er hat's doch auch gewusst. Lurav! Ich bin schockiert. Nun, es war nur zu eurem Besten. Ich wollte, dass ihr von dem Zeug allmählich wegkommt. Das tut euch nicht gut. Aber in diesem Falle ist es vielleicht gar nicht so schlecht, sag ich und spritze ihm das Zeug schon. Ich lasse das geschehen. Wir waren allzeit bereit, Mr. Jones. One moment. Das ist eine gute Überleitung auf euch beide, die ihr kommt unter Aussichtsplattform an. Das hatten wir ja beim letzten Mal schon. Mhm. Nun, Lawrence, machen wir es uns doch hier gemütlich. Das ist ein ganz bezaubernder Ort hier. Ja, ein bisschen feucht und kalt. Ja. Bezaubernd. Breiten Sie mal die Decke da aus, Lawrence. Ich setze mich garantiert nicht in irgendeine ekelhafte feuchte Wiese. Selbst mit Gibt's Decke. Gibt's da irgendwelche? Nein, das oder? Ist eine hölzerne Aussichtsplattform. Umzäunt. Also das sind Holzplattformen und umzäunt. Mit ich glaube, ich stehe lieber. Und was machen wir jetzt? Ich packe mal das Fernglas aus, was ich habe, und spähe so in den Nebel vermutlich. Wenn wir Glück haben, sehen wir ein Geisterschiff. Naja. Schauen wir mal, was es damit auf sich hat. Mach mal eine Probe auf Verborgenes erkennen. Könnte sogar was werden. Eine 81. Ich setze 6 Glück ein, damit das passt. Okay. Durch den Nebel siehst du einen umhertanzenden Lichtpunkt inmitten der Ruine, Kirin Castle. Lawrence, schauen Sie sich das mal an. Dort ist irgendetwas in dieser Ruine. Irgendein Licht, was herumtanzt. Ja, ist ziemlich neblig. Geben Sie mir mal was. Das wäre ein Raum. Dankeschön. Ich schau mal rüber genauer. Ja, ihr erkennt es als das Licht einer Taschenlampe. Braucht ihr nichts mehr. Das ist ja sehr interessant. Angeblich kommt man dort nicht hin. Ja. Vielleicht hat Dr. Dietz es wieder mal geschafft, spektakulär seinen Plan zu verwerfen und von dem einen Kastell ins andere zu wandern. Das ist doch Unsinn. Sicherlich haben uns die Stadtbewohner angelogen. Was betrifft? Naja, alles. Kommt mir das nicht merkwürdig vor? Und diese komische Version, die ich vorhin hatte, dass irgendjemand böse Mächte heraufbeschwört. Dieses Geisterschiff ist sicherlich nur eine Tarnung für ganz andere Machenschaften. Und irgendwer rennt nun in dieser Ruine herum. Lawrence! Wir sollten das näher untersuchen. Immer ruhig mit den Pferden. Was deine Vision angeht, nun, verschiedene Menschen sind verschieden zugänglich für tatsächliche oder eingebildete Sachen. Das müsste man auswerten. Was heißt hier auswerten? Ich bin regelmäßig in Kontakt mit der Geisterwelt. Ja. Sagen Sie. Die paar Informationen, die Sie verlautbaren haben lassen, sind durchaus interessant. Jedoch bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Aber besprechen wir das ein andermal. Ich würde zu gerne wissen, wer da drüben rumschleicht. Das Licht ist mittlerweile verschwunden, wobei ihr nicht sagen könntet, ob es abgeschaltet wurde oder ob einfach mehr Nebel sich dazwischen geschoben hat. Angenommen, ich inszeniere ein Ereignis wie das Erscheinen eines Geisterschiffs. Von wo aus würde ich so etwas unternehmen? Nun ja, da haben Sie nicht ganz unrecht. Diese Burg dort würde sich wirklich vorzüglich für so etwas eignen. Aber wie wollen Sie ein Geisterschiff inszenieren? Ich meine, ein Schiff kapern, die Segel zerreißen und ein Anmalen. Skelett Keine ans Ahnung. Ruder stellen? Ja, wenn Sie es so sagen. Nun ja, wie gesagt, es bleibt ja nichts anderes übrig, als weiter hier zu weilen und warten, darauf zu warten, dass etwas passiert. Jetzt geben Sie mir mal die Decke, wenn Sie schon nicht hier... Ja, bitteschön. Ich breite die so aus und setze mich dahin. Okay. Wie lange ist es eigentlich her, dass Dietz und Jones losgegangen sind? Nun schon einige Stunden. Doch aus, Naja, ihr habt euch ja getrennt. Ja. Vielleicht sollten wir zu dem Kastell am Strand gehen? Warum? Naja, sie sind dort hinaufgebrochen. Entweder sie sind dort oder... Ihr habt beim letzten Mal jetzt nicht erwartet, euch gleich wiederzusehen. Ihr habt euch schon bewusst getrennt. Und unsere Aufgabe ist es, hier zu bleiben und dieses Geisterschiff zu observieren. Wollen Sie diesen Fall lösen oder nicht?
Wenn es denn einen Fall gibt. Aber natürlich ja, gut. Gibt es einen Fall, ob es nun ein Geisterschiff ist oder nicht, aber Visionen kommen nicht umsonst und Geister kontaktieren einen nicht umsonst. Stattgegeben. Also wollen Sie jetzt weiter da stehen bleiben oder sich hier neben mich setzen? Das überlege ich noch. Na, dann viel Spaß und geben Sie mir mein Fernglas wieder. Ich gucke weiter in den Nebel. Auch du siehst im Moment nichts mehr. Seid ihr beiden zu einer Entscheidung gekommen? Ihr ist, drei? Wann ist Vollmond nochmal? Heute. Heute war es. Ja, okay. Ja, nun, dann denke ich, steht die Sache ja fest. Ich vertraue voll und ganz euren Fähigkeiten und eurem Mut. Und Leraft, ich würde sagen, wir machen uns auf den Rückweg. Wir können Mr. Jones nicht einfach hier lassen, Sir. Natürlich können wir das. Wohlan. Er sagt es doch selbst. Ich habe kein gutes Gefühl dabei, Doktor. Ich auch nicht, aber was spielt das für eine wir Rolle? Wir sollten zusammenbleiben. Wenn wir eines gelernt haben in all der Zeit, dann, dass wir zusammenhalten sollten. Nun, Und immerhin habe ich hier meine Winchester. Ich habe noch schlechteres Gefühl, vor allem was mich angeht, wenn ich hier bleibe. Haben Sie denn hier schon etwas Bedrohliches gesehen? Ich zeige auf die Möwen, aber was? Ja, und das ist das Symptom. Ich spreche von der Ursache. Ich möchte die Ursache gar nicht sehen, denke ich. Ihr steht immer noch im ersten Haupthaus. Ne? Die Ruine geht immer noch etwas weiter. Na, keine Sorge, Dietz. Ich werde das schon schaffen. Hey. Ja, ich sage ja, ich habe vollstes Vertrauen zu... Ich bin nicht so läppisch wie eine kleine Möwe. Ich habe hier meine Schrotflinte und die gefährlichste Waffe von allen. Siehst du, Leraft? Ich bin dagegen, Sir. Na, Leraft, jetzt kannst du dich auch nicht mehr retten. Mir das Morphium verweigert. Um ehrlich zu sein, gefallen mir beide Lösungen nicht. Es gefällt mir weder, dass Mr. Jones alleine hier bleibt, noch dass Sie alleine zurückgehen durch diesen finsteren Gang. Gar nicht in Frage, dass ich alleine zurückgehe. Und wenn ich ebenfalls noch einige Zeit hier bleiben würde, würden Sie da ebenfalls noch bleiben? Nein. Du bleibst nicht hier. Na gut. Aber wir können ja, wenn wir drüben angekommen sind mit unserem... Wie spät ist es ungefähr? Es ist schon Abend, dämmert schon. Was ist Abend? So. 20 Uhr, 9, halb 10. Schon spät, oder? Nein, ja, es ist Sommer. Nun, vielleicht möchte ja jemand von unseren Mitstreitern noch zur mitternächtlicher Stunde dann sich hierher begeben. Sie wollten zur Aussichtsplattform aufbrechen, um dort nach dem Geisterschiff Ausschau zu halten und... Wir hätten hier eigentlich eine geeignete Position, um dasselbe zu tun. Hätten wir, ja. Logenplatz. So ist es. Aber dann tritt er sichtlich wieder zurück und nimmt sich heraus aus der Diskussion und wartet auf die finale Anweisung. Dann werde ich etwas tun, was ich gerade selbst nicht von mir erwarte, Leraft. Denn ich sehe schon, dein Herz schlägt nicht mehr für mich. Das habe ich nicht gesagt. Doch. Nein, aber ich werde alleine zurückgehen. Nein, Sir. Ich habe nicht gesagt, dass ich Sie allein zurückgehen lasse. Nun, dann musst du dich entscheiden. Nun, Mr. Jones, brauchen Sie mich? Wollen Sie, dass ich an Ihrer Seite bleibe? Eine Raft. Ich kann auf mich selbst aufpassen, aber dies hier, er braucht Hilfe. Wollen Sie... Ja. Sich vielleicht ebenfalls umentscheiden. Feuerkraft. Und mit uns den Rückweg antreten. Naja, ich meine, ich würde ja hier bleiben, hätte ich eine Thermoskanne Kaffee. Aber so, ich denke, das Geisterschiff wird noch einen Tag auf uns warten können. Also ich gehe mit. Nun, dafür habe ich euch jetzt die Spritze nicht gegeben. Selber schuld. Allerdings, unser Ausflug hierher fühlt sich etwas sinnlos an. Ja, wir wissen jetzt zumindest, dass es hier einen Weg hierher gibt. Wir sollten mit der ganzen Crew herkommen. In der Tat. Besser vorbereitet mit, keine Ahnung, mehr Taschenlampen und Decken. Und was haltet ihr denn davon, wenn wir uns sputen, zurückzukommen,
Decken holen, Kaffee holen, unsere Mitstreiter holen und wirklich... Ja, das wird sicher 3-4 Stunden dauern, dann ist schon ja, Mitternacht. Wenn wir uns sputen, dann sind wir zur mitternächtlichen Stunde wieder hier. Ja, aber die Treppen waren ganz glitschig, da möchte ich nicht runter sprinten. Ich meine, ich meinen Hals brechen. Um kurz, ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher, welchen Zeitpunkt, welche Uhrzeit ich beim letzten Mal genannt habe, dass ihr hier ankommt. Also, wenn es euer Plan ist, dass ihr in dieser Nacht nochmal zurückkommt, dann sagen wir von mir aus, dass es erst 7 ist oder so. Es ist egal jetzt für die Geschichte. Nur der Einwurf. Mhm. Nun, ich denke, wir können das schaffen. Aber wenn Sie das sagen. Vor allem, ihr seid nun weniger zittrig. Ihr schafft das schon. Ja, sicher. Ihr rutscht nicht aus. Und selbst wenn ihr ausrutscht, ihr spürt den Schmerz momentan sowieso nicht. Guter Punkt. Ja, dann beeilen wir uns. Ja. Ihr geht also zurück. Beim Zurückgehen könnt ihr eine Probe auf verborgenes Erkennen machen. 31. Schwieriger Erfolg. 9. Extremer Erfolg? Ja, das müsste eigentlich. Nein, müssen Glück ausgeben, damit ein extremer Erfolg ist. Ja, das aber macht man. Ich mein, oder? Brauche ich einen extremer Erfolg? Hilft mir ein extremer Erfolg? Das kannst du nicht. Ja, ich weiß, das ist so Glück. Ja, stimmt. Aber ein Glück ist ja nicht. Ne? Extremer Erfolg. Extremer Erfolg? Ah, sicher. Du hättest tatsächlich einen extremen Erfolg gebraucht, weil ihr absolut nichts danach gesucht habt. Aber beim Zurückgehen ist es in eurem Sichtfeld. Was beim Herausgehen nicht so war. Der Eingang des Tunnels ist auch mit einem Torbogen verziert, also aus Stein, der auch schon sehr, sehr moosbewachsen ist. Und ganz oben, über dem Durchgang, bildet er so einen Giebel mit einer großen, runden Fläche. Und in dieser runden Fläche siehst du eine Rune drin. Seht ihr das? Auf die Rune. Leuchte hoch. Torbogen? Ja. Das ist uns gar nicht aufgefallen vorhin. Das. Die Gestaltung entspricht grob der Form eines Sterns, in dessen Zentrum sich etwas befindet, das grob wie ein großes Auge wirkt. Es sieht aus wie ein großes Auge. Ein großes Auge in einem Stern? Ja. Vielleicht solltet ihr ein Foto machen. Wie viel Zacken habt ihr schnell? Vier. Mach ein Foto. Vier? Ich glaube, dass es 4 sind. 5 müssen es sein. In manchen Abbildungen sind es 4. Und ein Auge in der Mitte. Ja. Könnte ich jetzt, nachdem ich das sehe, denken, ja, vielleicht passen die Scherben dahin? Nein, absolut nicht. Okay. Die haben keine ersichtliche Anordnung oder okay. Gleichheit sind. Ist es möglich, dass ich in meiner Arzttasche ein Stiftpapier habe? Ja, auf jeden Fall. Können wir das kurz abzeichnen? Ja, das würde gehen. Du kannst ein Papier darüber halten, kannst es abpausen. Okay, dann machen wir das. Okay. Gut. Was hat das zu bedeuten, Doktor? Nun, ich denke, Mr. St. Martin, könnte etwas damit anfangen. Ich habe das Symbol jetzt abgezeichnet. Vielleicht. Aber Sie wissen nichts davon. Ich doch nicht. Naja, ich meine, Sie kennen diesen okkulten Dings. Oder sind Sie nicht so bewandert in sowas? Nicht so sehr. Also sind Sie eigentlich nur so. Sie würden gerne, aber Sie können nicht. Und ich habe meine Mitarbeiter. Aha, also sind Sie. Sie persönlich sind erfolglos sozusagen. Ich bin nicht erfolglos. Okay. Ich habe meine Mitarbeiter für so etwas. Okay. Ich habe das Geld, von dem Sie ja auch schon profitiert haben. Ja, und Sie haben meinen Schutz, von dem Sie auch schon profitiert haben. Nun sehen Sie, dann haben wir eine hervorragend funktionierende Symbiose. Haben Sie recht, Doktor. Haben Sie recht. Jetzt, als ihr in den Gang geht, bestimmt ihr mal kurz die Uhrzeit, damit wir das erledigt haben und ich weiß, wie ich genau weitermachen kann. Ja, ich kenn's. 7. 19 Uhr. Okay. Meinetwegen. Passt für alle? Brauchen gut. Wir etwa eine Stunde zum Zurückgehen. Dann. Eine Stunde, um auf Janice Inn zu kommen vielleicht. Komm ich so lang? Dann ist es 19 Uhr, wenn ihr wieder in den Gang
geht. Ihr geht wieder die steile Wendeltreppe nach unten. Und es ist wieder eine Geschicklichkeitsprobe fällig. Die Stufen sind glitschig, sind vollkommen unsymmetrisch behauen und das Ganze ist auch sehr niedrig. Ja, passt, passt. Normaler Erfolg. Der Raft. 48, kein Problem. Gut, und ja, dann folgt ihr wieder der natürlichen Felsspalte, die an manchen Stellen gemauert ist und seinen Gang erweitert, unter dem Meer zurück ins Kastell. Und ihr kommt dann nach dreiviertel Stunde, Stunde wieder bei der zweiten Wendeltreppe an, die nach oben in den Turm des Kastells führt. Und da war eine Steinplatte aus dem Durchgang herausgebrochen und ihr müsst wieder auf allen Vieren da durchklettern und steht dann wieder in dem salzigen, schimmligen Keller des Kastells. Sehr gut, wir haben es wieder unbeschadet zurückgeschafft. Sehr gut. Los, holen wir die anderen. Ja. Wir müssen noch auf der Aussichtsplattform sein. Das denke ich auch. Vielleicht. Nun, ich gehe davon aus. Dann gehen wir dorthin. Gut. Zuerst, machen wir es etwas kürzer, zuerst kommt ihr auch zu dieser Quelle. Ein großes, natürliches Steinbecken mit klarem Wasser gefüllt, dahinter eine Marienstatue und daneben ein großer, knorriger Baum, auf dem sehr, sehr viele Stofffetzen hängen. Teilweise frisch, teilweise vermodernd. Ich mache ein Foto davon. Zählst du mit, wie viele schon geliebt? Ich schreibe alles auf, was ich fotografiere. Und ich sehe mir die Stofffetzen an. Fällt mir da irgendwas auf? Es ist Stoff jeglicher Art. Also okay. es können Lumpen sein, es können Fetzen sein, es können etwas aus der Kleidung gerissen sein. Sind irgendwelche Flüssigkeiten drauf, Flecken, die irgendwie Blut... Nein, das eigentlich nicht. Okay. Nun, es sind Stofffetzen. Hat das irgendeine Bewandtnis? Irgendein Ritual vielleicht? Oder irgendein guter Glaube oder Brauch? Ich denke, das ist etwas, eine Sache mehr, die wir Mr. Sir Martin dann fragen können. Also das wissen Sie auch nicht, Doktor. Mit einer Probe auf Geschichte könnt ihr es vielleicht wissen. Auf Geschichte? Oder Okkultismus von mir aus. Okay. Ich schätze mich schon, dass ich irgendwie Geschichte. Nein, ich mache Okkultismus. Komm schon. Ja, geschafft. Sogar. Mittel. Mittel? Ja. Okay. Schwieriger. Schwieriger Folge. Ja, weißt du es noch vom letzten Mal? Das ist ein keltisches Quellheiligtum, wie es sie hier oft gibt. Und die Legende geht, dass wenn man ein Leiden hat und man nimmt einen Stofffetzen, taucht ihn in das Wasser der Quelle, legt diesen auf das Leiden und hängt ihn, bindet ihn anschließend an den Baum daneben. Und wenn der Stofffetzen verrottet, dann ist das Leiden geheilt. Nun, in meiner Rolle als Mediziner habe ich von seltsamen Heilritualen gehört. Ich denke, das hier so, könnte so etwas sein, ein keltisches Heilritual, wo man angeblich Stofffetzen um eine Wunde legt und dann heilt die Wunde. Und hilft das wirklich? Natürlich nicht. Okay. Aber ich denke, das könnte so etwas sein. Naja, ich bin ein bisschen... Ich habe schon ziemlich viel erlebt. Also, glaube ich jeden Scheiß. Ich kann nicht mehr so Stofffetzen nehmen, es hängt da noch irgendein... Natürlich. Ich wickle mich komplett ein. Okay. Eine Mumie. Nimmst alle Stopffenster unter und nur nicht komplett ein. Nehme an, dann benötigt ihr kein Morphium mehr. Und ich mache es so, wie der sagt, wie auch. Also sagt, dass das Ritual so funktioniert und hänge das dann an den Baum. Du musst es auch nass machen. Ja, natürlich, ich mache das alles nass und wickle dich komplett ein und hängst dann alle zurück. Und hängst dann alle zurück. Ja, sehen wir mal. Sehen wir mal. Ich wundere mein Werk. Und wenn es wirkt, dann müssen wir jetzt irgendetwas sehen in den nächsten Tagen. Ist das gleich, oder?
Nun, ich habe mich geirrt, es hilft sicher, sage ich und pack die Arzttasche so ein bisschen außer deiner Reichweite. Na gut. Jetzt haben wir das auch. Dann haben wir das auch. Gehen wir weiter. Die nächste Station ist das rustikale Steingebäude, welches die Klippenwirtschaft ist, wie einem Schild nimmt. Es ist allerdings geschlossen und es kommt kein Rauch aus dem Schornstein. Dann gehen wir weiter. Jetzt hätte ich mir hier Kaffee geholt. Oh nein. Dann kommen wir... Warte mal, ich klopf mal an. Du hörst nichts. Okay. Nun, nein, Doktor, da ist keiner. Ich fürchte, Leute, es schlafen. Wird hier keinen Kaffee für euch geben. Ja, leider. Verdammt. Gut. Gehen wir weiter. Dann kommt ihr etwa um 10 Uhr abends an der Aussichtsplattform. So lange gehen wir dahin. An. Ja. Und die Aussichtsplattform selbst besteht aus einem gut 10x10 Meter messenden Plateau, das zur Sicherheit der Besucher mit einem ebenfalls bereits etwas morsch wirkenden Holzzaun umgeben ist. In einer Ecke ganz vorne seht ihr zwei Gestalten in Decken eingemümmelt. Aneinander kauern. Aneinander gekuschelt. Mit Kaffee und Kuchen in den Händen und einem Fernrohr im Schoß. Stehst du noch oder sitzt du schon? Ich sitze. Ja, und das ist eigentlich der Grund, warum ich immer einen Salzstreuer dabei habe. Nun, Leute, das ist wirklich faszinierend, aber ich dachte eigentlich, sie könnten etwas über ihre Forschung erzählen, nicht über irgendwelche komischen Schrullen und Gewohnheiten, die sie haben. Ich schreie aus dem Hintergrund. Oh, wieder die Geschichte mit dem Salzstreuer. Ah, Dizi! Martin, wieder diese Salzstreuer-Geschichte. Verdammt nochmal, müssen wir den wirklich jeden erzählen? Aber doch. Ich freue mich sehr, dass ihr beiden euch schon angefreundet habt. Oh, ich habe etwas im Auge. Nun, Dr. Deed, Mr. Jones, The Raft, konnten Sie etwas herausfinden am Kastell? Guten Abend. Sie sehen ja schrecklich aus. Also, nicht, dass es jemals anders gewesen wäre, aber... Was ist... Sie sind ganz nass? Warum? Ja, wir sind durchs Wasser gewartet. Sie können sich nicht vorstellen, aber da unten im Kastell, da ist eine unterirdische Verbindung zu dieser Ruine da drüben. Und da dachten wir uns... Wir holen sie, um dort drüben nach dem Geisterschiff Ausschau zu halten. Hätten wir die bessere Position. Wir hatten Angst, um ehrlich zu sein. Naja, die besseren... Was heißt, die hatten Angst? Mr. Jones, was gibt es dort drüben? Wir hatten Angst um euch, natürlich. Dass ihr das Beste verpassen könntet. Wir hatten keinen Kaffee. Oh, nun, wir haben ja eine hervorragende Aussicht und Kaffee. Und wir hatten keine Decke. Bedienen Sie sich bitte. Ist der Nebel noch stärker geworden oder sieht man rüber aufs auf die Ruinen? Man sieht, dass da was ist und dass da die Ruinen sind, okay. Aber man sieht keine Einzelheiten. Dann müssen die Lichter, die wir gesehen haben, eure gewesen sein. Ja, wir haben da ein bisschen investigiert. Und konntet ihr etwas herausfinden? Da waren lauter tote Möwen. Tote Möwen? Zerfleischt. Ja, zerfleischt. Und da war ein Stern mit einem Auge. Ich zeig dir die... Stern mit einem Auge? Die Notiz. Zeigen Sie mal her. Ungefähr so? Ja. Ungefähr so? Ungefähr so? Ja. Ja. Vielleicht solltest du es ungefähr so dahin halten, ne? Ja. Halt's mal in die Kamera. Na, von mir aus. Muss der Techniker dann zoomen, oder? Blend's halt ein, oder? Kann man damit Okkultismus was machen? Ja, kann man. Wunderbar. Oder Cthulhu-Mythos. Nein. Soll ich mal würfeln, dass du was vorzutragen hast? Was weiß St. Martin darüber? Alles. Ich denke, ihr wisst etwas darüber. Du kannst auf Cthulhu-Mythos und auf Okkultismus würfeln. Könnt ihr euch einen neuen beides Job so Okkultismus ist wesentlich. Nun, da halten Sie es für eine gute Idee, da hinzugehen, wenn es dort... 58. Wie viele tote Möwen, sagt man? Normalerweise. Viele. Du kannst erklären, was es ist. Naja, Spieler wissen und das Ding. Also im Prinzip ist es das... ist das Zeichen der großen Alten. Nur, was sucht es da unten? Der großen Alten? Der alten Mary aus der Corn Street? Euer Alten? Die ist durchaus gar nicht monströs. Ich muss Ihnen zustimmen. ja, die Vorbesitzer müssen mit einigen, ich sag jetzt mal, Büchern und Themen Kontakt gehabt haben. Man redet etwas klarer. Ja. Ich muss mir das ansehen, bevor ich... Man nennt es ein, das weißt du, man nennt es ein älteres Zeichen und es ist als Schutzzeichen bekannt vor jede Menge Gefahren wie Geister oder
mysteriöse Kreaturen. Kann ich mir das tätowieren? Jetzt nicht. Lawrence, sagen Sie schon, nun, was hat es damit auf sich? Das bloße Aufmalen dieses Zeichen reicht, um Schutz zu bieten? Ja, keine Ahnung. Ich kenne dieses Zeichen aus Aufzeichnungen, jedoch nicht in der praktischen Anwendung. Warum haben Sie uns dieses Zeichen denn nicht schon aufgemalt bei unseren letzten Würden Sie sich jede Rune, die Sie in irgendeinem alten verstaubten Buch finden, auf den Körper malen? Wenn's hilft? Wie würden Sie denn dann Stimme ich euch ausnahmsweise zu. Wie ein Typ, dem man nicht mehr was anhaben kann. Nun, das würde ja zumindest irgendwie mit der Vision zusammenpassen, die ich hatte vorhin. Welche Vision? Was für eine Vision denn? Nun, mir ist eine, sagen wir, keltische Druidin, könnte man sagen, erschienen und hat mich etwa gewarnt. Dort. Bei den Stofffetzen. Oh, Sie sind dort auch vorbeigekommen? Ja, natürlich sind Sie dort vorbeigekommen. Ja, genau natürlich dort. Natürlich sind wir dort vorbeigekommen. Auf jeden Fall warnte diese Frau mich vor dunklen Mächten, die hier am Werke seien. Was war denn? Ich wollte gerade anmerken, ja. Nein, irgendwer unten in der Stadt paktiert und versucht, irgendetwas heraufzubeschwören und scheint Erfolg zu haben. Wer? Ja, woher soll ich das wissen? Was hat die Tante noch gesagt? Das war's. Oh, da habe ich natürlich einen Verdacht. Schlucken Sie das jetzt einfach so? Nein! Das muss natürlich Mr. Burley sein. Den habe ich ja schon von Anfang an irgendwie... Ja, Diet. Geben Sie ihm mal einen Wein. Vielleicht hilft das. Nun, mit allem, was Sie erlebt haben, meine Herren, dann sollte Ihnen das doch durchaus glaubhaft erscheinen, oder etwa nicht? In der Tat, es sind immer die nobelsten aller Gentlemen. Nun, und vor allem er hat am meisten davon, wenn hier wieder Leute in den Ort kommen. Aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich euch so sehr vertraue. Dr. Diet, wir haben doch hier alle das gleiche Interesse. Haben wir? Wieso sollte ich auf Sie zukommen, wenn ich nicht fest daran glauben würde, dass mit Ihren Kenntnissen und Ihrem bisherigen Erfahrung ein solcher Fall zu lösen wäre. Ich habe vollstes Vertrauen in Sie alle gehabt. Und jetzt sind Sie... Ja, Sie sind ja misstrauisch. Ohne Ende. Kann ich meinen Charme spielen lassen? Natürlich, kannst du immer. Lame. Ja, natürlich geschafft. Natürlich. Der Charme sprudelt herauf zu dir von dieser kleinen... Von dieser kleinen, wunderschönen Frau. Kann ich das abwehren mit irgendwas? Oh. Der Würfel auf Brütnis. Ja, du kannst auf... Was hast du für einen Erfolgsgrad? Normal. Mit einem normalen Erfolg auf Psychologie kannst du es abwehren. Das ist sogar ein schwieriger Erfolg. Verdammt! Oh. Nun... Prallt ab an dir. Ein Herz auf Eis. Natürlich. Wenn es nicht tot ist, interessiert sich nicht. Wow! Wow! Nun, ich sehe kurz auf Ihre Hände. Ihr mögt ja schöne Hände haben, aber... sonst könnt ihr mich mit reinen Redereien nicht beeindrucken. Nun, dann glauben Sie, was Sie wollen, Doktor, das aber hier ich. Ist etwas am Werke. Das mag wohl sein. Ja, wir sollten uns auf jeden Fall ausrüsten und dann in die Ruine gehen. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich dorthin möchte. Wieso nicht? Ja, wieso nicht? Ihr wolltet doch rausfinden, was hier los ist. Das ist schon wieder sehr verdächtig. Was heißt verdächtig? Nur weil ich mich nicht in die erstbeste Falle stürze? Was glauben Sie, was diese Möwen dort getötet hat? Diese unzähligen Möwen. Sind sie einfach selbst tot vom Himmel gefallen? Natürlich nicht. Das ist ja auch der Grund, warum wir euch holen wollten. Vielleicht habt ihr ja irgendeine Erklärung dafür. Noch nicht. Aber wenn ihr es seht, vielleicht. Ja. Die Ruinen sind auf jeden Fall ein guter Schutz. Wir können uns gut verteidigen. Wir müssen uns nur wetterfest machen. Wir haben uns keinen Kaffee. Und dann warten wir da. Ich hab die Kamera. Oder es ist... Nun seid doch nicht so feig. Das. Also ich würde dort sofort wieder hingehen. Ja, ich schließe mich unserem finanziellen Sponsor und somit Leiter dieses Einsatzes an, was Nadit sagt. Wie sind Sie denn bewaffnet? Was auch immer dort ist? Ich habe Morphium. Tod und Friedhof. Mit der Rune. Ja, wir können uns alle die Grude aufmachen. Na, ich hab da was anderes. Ich habe meine wackelläufige Winchester dabei. Nun, ich bin nicht sehr überzeugt, Ich habe Leraf dabei. Ich bin mir nicht sehr überzeugt, ob wir schlagkräftig genug sind.
Ja, dass Sie nicht schlagkräftig genug sind, das sehe ich. Ausnahmsweise muss ich Ihnen da zustimmen. Da sind Sie aber ein bisschen schlecht informiert. Sein Martin hier kann ein bisschen Hexenzeug und so scheiß. Wir haben auf unseren Abenteuern eine relativ hohe Überlebensquote. Vor allem was die männlichen Mitglieder unseres Teams angeht. Relativ. Eigentlich sind wir alle schon mal gestorben. Nun, das ist natürlich sehr erfreulich zu hören, dass vor allem die männlichen Mitglieder hier gerne überleben. Sehen Sie? Wissen, ich möchte nun nicht irgendwie Miss Neville und von jemandem in den Rücken geschossen bekommen. Ja, dieser. Nun, das war eine dunkle Stunde unserer Gemeinschaft. Nein, die ist schon vorbei, Raft. Wir sind mittlerweile auch ein bisschen weiser geworden. Sind wir zwar nicht, aber... Hat jemand von Ihnen etwas von Miss Neville dabei? Reine Interessensfrage. Ein Erinnerungsstück. Ich schau dich an. Wir hatten diesen Rosenkranz. Ja, aber wer hat den? Dietz. Ich habe ihn nicht aufgeschrieben. Nö, ich hab den nicht. Was mache ich mit einem Rosenkranz? Willst du mich verarschen? Ich hab ihn eingepackt, Sir. Oh, ja. Nun, Le Raft hat ihn aus welchen Gründen auch immer eingepackt. Greift in die Tasche und händigt dir einen Rosenkranz aus. Was wollt ihr denn jetzt? Wie ich Ihnen bereits beschriebe, kann ich mit der Geisterwelt in Kontakt treten. Wenn ich mich recht entsinne, hatte Miss Neville, zumindest trug man mir dies zu, oder sie selbst vielmehr, außergewöhnliche Fähigkeiten in der Geisteraustreibung und andere. Das heißt, wenn es hart auf hart kommt... Habt ihr nicht bereits behauptet, mit ihr kommuniziert zu haben? Natürlich. Und da hattet ihr keinen Gegenstand? Nein, ich war in ihrem Konvent, in ihrem alten Zimmer. Jetzt geben Sie mir den Rosenkranz. Also, wenn ich das richtig verstehe, Sie wollen einen Geist beschwören, damit dieser Geist einen anderen Geist austreibt. Oh. Mr. Jones, Sie bringen es auf den Punkt. Leider kann ich nur Geister herholen, aber nicht austreiben. Ich habe damit recht. Ich habe echt damit gerechnet, dass ich falsch liege. Lady, Sie sind ein bisschen verrückt. Das hört sich doch schon sehr seltsam. Kleingeister. Aber Moment mal, funktioniert das? Dann ist egal, ob es verrückt ist. Los, geben Sie den Rosenkranz. Geben Sie mir den Rosenkranz. Was sagt ihr? Und geben Sie ihr schon den Rosenkranz. Ich möchte sehen. Ich gebe euch den Rosenkranz. Einen Moment. Aber ich gebe euch den Rosenkranz nicht. Mahlzeit. Oh, da gebe ich euch den Rosenkranz. Das würde auf jeden Fall dazu beitragen, dass es funktionieren wird. Wissen Sie es? Entschuldigung, intellektuell mit. Ja, jetzt mach ich, oder? Alle treten zurück und sehen sich erwartungsvoll an. Doch nicht jetzt, wenn es... Warum denn nicht? Wenn die Gefahr... Ein Geist verweilt nicht ewig in einem Körper. Oh, man muss es zur richtigen Zeit tun. Was sollte es uns jetzt bringen, wenn es Miss Neville und ihre Fähigkeiten hier wären? Wissen Sie, ein Geist in einem Körper zu halten und zu kontrollieren, ist nicht gerade das Einfachste. Also ich kontrolliere meinen Geist schon sehr lange. Haben Sie schon versucht, einen anderen Geist zu kontrollieren? Aber nicht mit besonders großem Erfolg, um ehrlich zu sein. Ich dachte, ich hatte noch nie einen Geist. Da sehen Sie es. Ja, dann... Viel Stunde Geist wird kommen. Eventuell. Gut, also, bereiten wir uns vor. Ja. Bereiten wieder mal herrliche Urlaubsstimmung. Also, was wollt ihr jetzt tun? Gehen wir zurück in die Stadt, oder? In die wollten Stadt wir nicht ins Kastell? Ja, aber wir wollten uns ja noch... Ausrüstung. Jetzt dauert es nicht zu lange. Jetzt ist es 10 Uhr in der Nacht. Ja, mach doch nichts. Du kommst gerne auf Ausrüstung. Wenn wir zur Geisterstunde da drüben sein wollen, müssen wir jetzt... Ich will Kaffee. Hier, du hast ganz den kalten... Nein. Das ist mein kalter Kaffee, ja? Nun, ich habe etwas an... Nein, ihr seid doch... Ihr habt euch doch eingewickelt mit diesem... Das muss euch doch helfen. Das muss reichen. Die Herren, wenn wir zur Geisterstunde da drüben sein sollen, dann sollten wir jetzt aufbrechen. Ah, dann gehen wir. Los. Gehen wir. Nun gut. Übellaunig. Also, ihr geht hinunter, kommt wieder ins Kastell. Auch ihr seht jetzt zum ersten Mal das alte Kastell. Turm und Dach sind... Tür und Dach des Turmes sind längst weggefault und ihr seht die verwitterte, moosbewachsene Steintreppe, die in einen feuchten Keller führt. Verständnisfrage. Dieses Kastell ist direkt am Strand. Das ist, wir haben hier eine Karte. So. Gut, hier siehst du es. Hier liegt die Aussichtsplattform, ihr müsst quasi hier runtergehen. Hier zum Kastell. Es liegt
Am Strand, ja. Das ist technisch gesehen schon nicht mehr die Kilton Bay, sondern gehört schon zu einem Nachbarort, ist aber ein komplett verwildertes Strandstück. Ist da der Strand, ist der Strand zum Wasser hin relativ flach? An der Seite, direkt vor dem Kastell, ja. Wenn man in diese Richtung geht, wird er immer steiniger. Und hier dann sind es komplett nur mehr Steine. Mhm. Und die Klippe ragt steil auf. So, wirkt was du so, aus der Ferne siehst. Wirkt es so, als hätten die Gezeiten das Kastell ein bisschen überspült oder nein, das nicht. Oder das nicht. Zugedeckt? Okay. Das nicht. Okay. Na ja, gut, dann voran. Wir wissen, wo du gehst. Wir gehen dahin. Ihr seht, an der rückwärtigen Wand in diesem dunklen Keller ist unter dem Moos ein Torbogen zu erkennen und auf der Unterseite ist ein großer Stein herausgebrochen, durch den Jones, Needs und LaRaft auf allen Vieren durchklettern. Dahinter seht ihr nur Dunkelheit. War eigentlich jemand von Ihnen so schlau, noch Spuren zu suchen? Von was? Von einem üblen Geist. Üblen. Was für Spuren hinterlässt ein Geist? Fußspuren. Ich meine nicht wirklich einen Geist. Einen, einen Schurken. Sagt nicht Geist, wenn ihr nicht Geist meint. Es sind verwirrende Zeiten. Ja, okay. Nein, haben wir nicht. Nun, wir haben uns umgesehen, versucht Verborgenes zu erkennen, aber vielleicht ist uns etwas entgangen. Nein, dann sollten wir sicherstellen, dass wir noch mehr Verborgenes übersehen. Ich dachte, ihr seid schon durch. Ich wollte schon, ich bin schon mal runtergehen. Sucht nach. Ich schreie dir nach. Ihr könnt ja selber noch sehen, ob ihr irgendetwas Verborgenes erkennt. Sobald sie wissen, wo der Gang noch runter ist, gibt es eh nur einen Weg eigentlich. Ne? Runter in den Gang, jetzt die Wendeltreppe runter. Muss man da durchkrabbeln? Ja. Durch den Schlamm? Schlamm ist da nicht. Nein, Dreck auch nicht. Es ist, es fühlt sich alles feucht an, aber es ist ja nicht überschwemmt gewesen. Okay. Na dann. Ich dachte schon, dass da schon Dreck ist. Voll gesaut. Aber okay. Ja. Aurelia, was hast du für einen Eindruck von dem Ganzen hier? Was soll ich für einen Eindruck haben? Ja. Das ist ein Geheimgang, sieht man doch. Sie sind das Medium, Miss. Ich sehe Steine und einen Geheimgang. Ich bin keine Archäologin. Also ihr beide seid jetzt noch alleine in dem großen Raum, während die anderen schon den Gang entlang gehen. Mr. Deed, wie weit ist das jetzt eigentlich noch? Er ist nicht mehr da. Kommt ihr denn dann mal? Ja. Ihr beide steht alleine. Warum stehen? Weiter. Im Raum des Kastells, weil ihr nicht gesagt habt, dass er runtergeht. Ja, klar, immer nach. Jetzt kommen Sie mal. Gut. Dann klettert ihr durch den Durchgang und findet auch diese Steintreppe vor, die nach unten in die Dunkelheit führt. Ungefähr 10 Meter nach unten und danach den Gang, ihr kennt ihn, tastet ihr euch vor, ihr hört über euch das Donnern der Wellen, ihr wisst ja, wo ihr euch befindet, und kommt dann nach dreiviertel Stunde zu der anderen Wendeltreppe und könnt ihr hinauf ins Kastell folgen. Habt ihr denn noch etwas erkannt? Ja, ich habe dieses Schutzzeichen, das du erwähnt hattest, nicht gefunden. Wo war das? Wo war denn das? Auf der Wendeltreppe. In der Ruine? Ja, zeigen Sie mir das mal bitte. Dann gehen wir nochmal zurück. Nein, bei der Ruine. Also, okay. Wir sind jetzt bei der Ruine. Seid jetzt in der Ruine, geht aus dem Gang hinaus und wenn du dich umdrehst, siehst du da einen spitz zulaufenden Torbogen und da oben ist dieses Zeichen. Was sagen Sie dazu? Seht ihr? Ich hab das doch gekonnt abgemalt. Durchaus. Hast du fein gemacht, Dietz. Ganz erbaulich hier mit diesen toten Mögen. Was schätzen Sie, wie alt ist dieses Kastell? Alt? Ja, können Sie nicht irgendeinen Geist herrufen, der Ihnen mehr über das erzählt? Ja. Nein! Warum nicht? Ihr könnt eine Probe... Wissen Sie, es ist anstrengend, einen Geist herbeizurufen. Kann man nicht 5-mal am Tag machen. Okay. Auch Verborgenes erkennen machen. Ich hab bis jetzt doch gar nicht gesehen, dass ihr das einmal gemacht habt. Nein. Nicht geschafft. Nein, leider. Wirklich? Muss ich? 83 nicht. Das ist 21! Das ist ein schwerer Erfolg. Martin reicht's raus. Ja, den brauchst du auch, wenn du
auch gleichzeitig das Zeichen betrachtest. Du weißt nicht, woher es kommt. Du hast nicht besonders aufgepasst, es ist schon nach Mitternacht, aber in einem peripheren Blickwinkel siehst du ein grünliches Leuchten hier unten im Wasser. Also nicht direkt bei der beim Felsen, sondern weiter weg. Funken und Schwefel. Aurelia, könnte ich das Fernglas kurz haben? Ich dachte, ihr wollt euch das Symbol ansehen. Ja, wo sind sie hin? Ha! Was denn? Ich schau dann zeigen hin. Sie mal. Ich gucke auch. Was sehe ich? Spektakulär. Du siehst ein Schiff. Es ist ein Dreimaster, welcher um die Spitze des Nordcliffs kommt, also auf euch zu in Richtung Kirden. Und sich parallel zu dem Felsen und zur Kirden Bay weiter bewegt. Die Außenwände und die Masten dieses Schiffs leuchten grün. Es ist kein strahlend helles Neongrün und erreicht auch nicht die Leuchtkraft vom elektrischen Licht, aber es ist doch sehr gut erkennbar in der Nacht. Müssten wir das jetzt nicht auch sehen, auch ohne Fernglas? Von den Masten hängen glimmende Segel und Taufetzen. Und für ein Schiff, dessen Segel im Grunde nicht vorhanden sind, bewegt sich diese Erscheinung ziemlich schnell. Ihr seht es auch mit der Zeit. Nimm mein Fernglas. Nun, es gibt tatsächlich ein Geisterschiff. Wäre das Phosphorbemalung, würde das das Leuchten erklären, aber nicht die schnelle Geschwindigkeit, wenn die Segel so kaputt sind. Es gibt ein Schiff. Einigen wir uns mal darauf. Was ist jetzt mit diesem Zeichen? Ja, ich habe Ihnen alles Nötige fürs Erste gesagt, aber wenn ich... sonst... Jones? Entschuldigung, die Herren, dort ist das Geisterschiff. Das ist der Auftrag. Schau schon hin. Wer steuert das? Jones Fotos. Geil. Durch das Fernrohr erkennst du ein grünlich schimmerndes Skelett aufrecht und reglos hinter dem Steuerrad stehen. Kommt das Schiff noch auf die Klippen zu? Nein, es ist auf Höhe der Klippen und... Okay, wenn es auf dieser Höhe ist, mach ich ein Foto. Okay. Ein Schiff. Also es fährt von hier. Geben Sie mir mal Ihre Taschenlampe. Ganz genau. Okay, ganz genau. Nein. Ihr habt doch sicher eure eigene. Nein, ich habe ein Fernglas und ein Schirr. Das ist natürlich ein Problem. Haben Sie uns nicht Taschenlampen geben lassen in dem Gasthof? Ich weiß es nicht. Also ich habe drei Taschenlampen. Eine, ich habe mir keine aufgeschrieben zumindest. Mach ein zweites sicher. Laterne, okay. Ah, Laterne. Glauben Sie, man könnte versuchen, diesen Kapitän auf uns aufmerksam zu machen? Durch Lichtzeichen. Das wollen wir ein Skelett, das sich nicht bewegt. Würde es ein Geist sein, würde es sich nicht bewegen. Hey! Nicht zwingend. Miss Neville, wir könnten jetzt Miss Neville brauchen. Noch nicht, Mr. Wozu? Jones. Okay. Noch nicht. Ich glaube nicht, dass sie Geister beschwören kann. Ich hab schon viel Verrücktes gesehen. Sie verschiebt das immer und sagt dauernd noch nicht. Doch nicht. Ich nehme einen Stein. Du wirfst ihn nach dem Schiff werfen. Ja, es ist viel zu weit weg. Okay. Du kannst da nicht. Ich dachte, da gibt es vielleicht so ein kleines Fenster, wo es eine Agent wäre. Nun, wir werden nichts weiter herausfinden, wenn wir nur hier rumstehen und dort hinunterschauen. Also, konstruktive Vorschläge, die Herren? Springt ins Wasser und schwimmt hin. Kann man runterspringen? Oder würde man... Nein, du siehst ja auf der Karte, wie hoch es ist. Ich glaube, ich will dich nicht tun. Okay. Und ihr seht hier die andere Karte. es ist... Irgendwo hier hat er es gesehen und fährt dann hier und dann hier weiter und ist ziemlich bald im Nebel verschwunden, weil die Sicht einfach nicht so lange reicht. Also Richtung Südcliff, ja, nicht ganz direkt genau. Rein in Kirden Bay, sondern... Ganz genau. Okay. Nun, was mich nun fragt, wir wissen, es gibt offensichtlich ein Schiff, es kommt von hier, aber wo fährt es hin? Warum fährt es von Norden nach Süden? Das ist genau dieselbe Route wie auch bei den anderen Sichtungen. Natürlich, und ich meine, wie war es nochmal mit dieser Geschichte, dieser Seemann mit Ann Breathawk? Ja, verstarb in den Klippen. Ich meine, wo konnte dieses Schiff hinfahren? War im Süden nicht dieser Friedhof? Nun, ich bleibe immer noch bei der Geschichte oder bei der Frage, bei der einen zentralen Frage. Warum ausgerechnet jetzt? Und wenn ihr dann wirklich diese Vision hattet, dass jemand etwas beschwört, dann muss hier doch ein Zusammenhang herrschen.
Dann erklärt sich auch das, warum ausgerechnet jetzt. Und dann müssen wir nur hinterfragen, wer hat ein Motiv dafür, dass das ausgerechnet jetzt passiert. Und da ist die Antwort auch relativ klar für mich. Ja, nur dieser Börle. Nun, dann sollten wir den Herren doch morgen mal in die Mangel nehmen. Mich würde allerdings trotzdem interessieren, ob es beim Friedhof im Süden noch irgendetwas zu finden gibt. Das können wir morgen auch machen. Was mir noch nicht ganz klar ist, was es mit den Möwen auf sich hat. Ihr also merkt, wie salziger Wind aufzieht. Ihr starrt ja immer noch aufs Meer, dem Geisterschiff nach. Wellen brechen sie im Mondlicht an den gezackten Felsformationen unter euch. Als das Schauspiel beginnt. Der Bug eines Schiffes taucht aus den Fluten. Er ragt in einen spitzen Winkel Richtung Himmel, als wäre der Rumpf in der Mitte gebrochen. Danach taucht weiter hinten das Heck des Schiffes auf. Das Gebilde aus vermoderten Holz, Muscheln und zerfetzten Tauen erhebt sich direkt unter euch vollständig aus der See. Der gebrochene Rumpf biegt sich von der Mitte aus nach oben, fügt sich zusammen, bis das einst zerstörte Schiff sicher auf den Wellen liegt. Hier habe ich ein Bild. So taucht es auf und setzt sich von unten her zusammen. Ist das auch ein Dreimaster? Nein, es hat einen Mast. Auf dem Schiff seht ihr graue Gestalten. Wie Schemen bewegen sie sich über die toten Planken, zerren an Tauen und ziehen das zerfetzte Segel an jahrhundertealten Stricken hoch. Sie bewegen sich nicht, wie Menschen es tun würden. Sie wabern wie Nebel und verwehen im salzigen Wind, um an anderen Stellen des Schiffes wieder aufzutauchen. Ihre Finger und Gesichter sind skelettiert. Sie tragen Bewaffnung und Schwerter aus Schwertern, Äxten und Armbrüsten. Einer von ihnen sieht direkt zu euch hoch. Nun, das ist ein Geisterschiff. Schon im nächsten Augenblick steht er vor dir. Ein zerfetzter Mantel. Unter der verfaulten Kleidung sind noch gelbe Gebeine sichtbar. Das Gesicht ist zur Hälfte menschlich, die andere Hälfte ist bis auf die Knochen abgefressen. Das eine Auge mustert dich starr, als er dir eine skelettierte Hand entgegenstreckt. Guten Tag. Ich gehe mal ein paar Schritte zurück. Zieh mal meinen Revolver. Überall um euch treten weitere untote Seemänner aus dem Nebel, bis sie euch in einem lockeren Halbkreis umringt haben. Dann ziehen sie stumm ihre Schwerter. Könnt ihr mir mal bitte das Symbol reichen? Ich habe das Symbol selber aufgegeben. Ich nehme das Symbol in meinem. Er möchte zuerst schießen. Tude. Auf wen schießt du? Die stehen im Halbkreis um uns. Der nächste, der bei mir steht. Nicht unbedingt der Captain, aber irgendein, der was bei mir steht. Er hat immer noch die Hand ausgestreckt. So senden wir. Du schießt, ja? Schwieriger Erfolg, aber du darfst den Schaden aussuchen. Ich glaube, er hat gerade jede Chance auf Verhandlung versaut. Ich bin mir nicht sicher, ob man mit Zombie-Piraten verhandeln kann. Nein. Gut, du rechnest den Schaden jetzt mal 5. Und 45. Würfelst dann mit einem W100 auf diese 45. Nicht geschafft, wenn ich drunter komme. Es geschieht nichts. Oh mein Gott! Der Schrot deines Schusses geht durch die Kleidung durch und zischt einfach durch die Knochen des Skelettes durch. Und du merkst auch, unter der vermoderten Kleidung ist es ein reines. Verzeiht die etwas voreilige Handlung meines Mitstreiters hier. Er hat seine Medizin nicht bekommen. Ich halte so dieses Symbol vor mich hin. Ist es euch denn möglich, mit uns zu sprechen, werte Herr? Sie greifen euch an. Alle. Auch mich? Ich halte das Symbol. Auch der Captain. Ja, das ist wieder so ein Hand blöder weg. Plan, wieder scheiß Wein. Und zieht. Sein rostiges Schwert. Mr. Jones, jetzt ist der richtige Moment gekommen, mich in den Wild zu rufen. Wer von euch hat eine Geschicklichkeit über 52? 85. 65. 65, genau 50 leider noch. Genau 50, okay.
dann könnt ihr drei noch handeln, bevor die ersten Schläge euch treffen. Ich möchte Miss Nibbles Geist bitte beschwören. Okay, das geht aber jetzt nicht in Sekundenschnelle. Nein, ich würde mich so irgendwie so zwischen die Herren stellen und dann so... Mr. Jones, jetzt ist der passende Zeitpunkt gekommen für Miss Neville. Schützen Sie mich. Zweiter Schuss. Okay. Willst du nochmal mit dem Symbol probieren? Nein, ich schreie nur. Mr. St. Martin, dieses Symbol hilft nicht. Ja, vielleicht hilft dann das hier. Schwieriger Erfolg. 10 plus 5 ist 10. Gleiches Spiel wie vorher. 50. Ich hätte es auf jeden Fall geschafft, weil 50 muss ich erreichen und 10 habe. Du hast es geschafft? Ja. Gut, dann wirst du Zeuge eines weiteren bizarren Schauspiels. Du triffst und der untote Seemann zersplittert. Die Knochen zersplittern komplett, er fällt in sich zusammen und sobald er den Boden berührt, lösen sich die Knochen in Nebel auf und die neblige Geistgestalt erwächst wieder und sobald er als Geist vor dir steht, wird er manifestiert er sich wieder als dieses Skelett. Okay, ich lade nach. Und geht weiter auf dich zu. Leraft, helft mir mal, sag ich. So, jetzt ist es mal Zeit für eine Stabilitätsprobe. Alle. Ja, auf jeden Fall. Geschafft. No problemo. Kein Problem. Ich hätte schon auf Mist... Moment. Ja, auch wenn okay. du es geschafft hast, ja. verlierst du was. No. Geschafft. Kann ich Glück einsetzen? Nein, bei Stabilität nicht. Was muss ich? Leraft wird kalt weiß. Das so, ja. mein bretonischer Wille bröckelt. Bist genau drauf. Geschafft. Dann würde ich die Herrschaften gerne ein bisschen verpusten. Geschafft. Moment, wir geschafft. Sind ja nicht so weit. Wir sind noch normal. Ja, geschafft. Wer es geschafft hat, verliert 1-6 Punkte Stabilität. Wer es geschafft hat? Boah, 6. Ja. 2. Na gut. Jones, wie viel? 3. Hast du es geschafft? Ich hab's geschafft. Ich meine, Mr. Deeds. Ja. Ja, er ist auch. Okay. Nur Güldenstein hat 6 Punkte verloren. Ja. Okay, dann darfst du jetzt. Oh no, ich wollte gerade Miss Neville rufen. Das gibt's eine doch nicht. Wahnsinnskarte ziehen. Den einzigen Skill, den ich hab. Kann ich auch nicht. Wahnsinnskarte ziehen. Und führe aus. Panische Flucht. Was steht denn da hinten? Panische Flucht. Anfall von Wahnsinn im Spielverlauf. Lauft um euer Leben. Du fühlst einen überwältigenden und irrationalen Zwang, dich so weit wie möglich von deiner derzeitigen Lage zu entfernen. Tu, was auch immer du dafür tun musst, auch wenn es bedeutet, andere Leute aus dem Weg zu stoßen oder alle anderen zurückzulassen. Du rennst und rennst ein W10 Runden lang und fällst dann erschöpft zu Boden. Dann eine schwierige K.O.-Probe. Beim Misserfolg wirst du ohnmächtig. Okay. Wolltet ihr denn nicht würfelt mal den Geist beschwören? Ja, ich hätte es auch geschafft und ich habe aber an 9 Runden jetzt wegrennen. Wieso lauft ihr davon? Ihr wolltet doch einen Geist beschwören. Ich drehe mich um und renne wortlos Richtung des Tunnels zurück. Ihr wolltet einen Geist beschwören. Gut, ja, du warst dran, sie war dran. Jetzt Manu. Kommen die Skelette. Der erste hat dich erreicht und trifft dich. Okay. Ich habe aber vorhin schon zu Leraft gesagt, er soll mich bitte schützen. Leraft hat die Stabilitätsprobe nicht geschafft. Von Leraft kommt im Moment keine Hilfe. Warum ist die gerade auf niemanden Verlass? Und du wurdest getroffen, wenn du nicht ausweichen kannst. Du hast ich hier unten einen Ausweichenwert. Ja. Genau. Okay. Und du würfelst mit einem W100 auf. Diesen Wert sind 32%. Natürlich nicht geschafft. Du nimmst 6 Punkte Schaden. Okay. Du bekommst einen sehr, sehr tiefen Schnitt mit einem rostigen Schwert, das Jahrhunderte unter der Meeresoberfläche verbracht hat. St. Martin wird angegriffen. Du bist ebenfalls getroffen. Könnte ich ausweichen? Ja, natürlich. Wo steht denn das? Ah, da. Du brauchst sehr geringe Chance. Ja, nix. Nicht geschafft? Nee. Du nimmst einen Punkt Schaden. Okay. Kann man beim Ausweichen Glück Wirst aber... nein, beim Ausweichen nicht. Okay.
Der nächste greift dich an. Trifft dich. Okay. Nein. Also ja, er trifft mich. Du nimmst 6 Punkte Schaden. Oh, Jesus. Und nun Mr. Jones. Das ist ein extremer Erfolg. 5. Du kannst ausweichen, bräuchtest aber ebenfalls einen extremen Erfolg. Könnte ich auch versuchen zu parieren mit meinem Messer? Ja. Da wäre meine extreme Chance höher. Ja, das kannst du auch. Nein. Dann nimmst du 6 Punkte Schaden. Und Luraft 2. Wieder ein extremer Erfolg. Auch Luraft nimmt 6 Punkte Schaden. Yay. We are dead now. Hey Martin. Was denn? Muss es jetzt machen? Ja, ich befürchte, wann das jetzt nichts bringt. Also ich bin nicht gerade der Tank, ja. Ihr seid dran. Wir alle nicht. Überlegt jetzt gut, was ihr tut. Ich hol mich. Ich tue das, was ich am besten kann. Ja gut, dann puste ich doch mal rein. Ich renne nicht. Wegrennen. Versuch sie einzuholen. Was hast du für einen Bewegungswert? 9. Funktioniert problemlos. Du drehst dich um und du merkst, du bist schneller. Aber ich habe auch 9. Skelette. Ja, sieht auch. Er ist schneller als das Skelett. Also, er kann dich nicht einholen, aber er merkt, er ist schneller. Okay. Ich habe auch 9, ich renne auch. Übrigens. Das gleiche. Ja. Sind Maden? Bewegung 7. Das wird interessant. Die Faust des Jörg Sotot. Okay. Du zauberst. Und zwar, ich zaubere. Ja, er hat in der vorherigen Runde noch nichts gemacht. Wie viele Nehmer? Ich habe 18 über. Nehmer, wie viele sind das? Bei dir stehen 2. 2. Ich sag mal, du würdest die beide erwischen. Okay. Na, dann nehmen wir mal großzügige 5 Magiepunkte. Das ergibt, pro investierten Magiepunkt kriege ich 2 W10. Stärke einer unsichtbaren Kraft. Genau. Ja, das sind also 10 W10. 10 W10? Haben wir die App, oder? Ich will das eins zu machen. 10 W10, 1. Ach Gott, das ich ist jetzt... Ich okay. Zähl mal die Würfel. Dann brauche ich nur Würfel. 8. 29. 33. 41. 46. Letzte. 53. So. Wann das? 52. Ziel muss eine Kaufprobe gegen die jetzt erwürfelte Stärke bestehen. Eine was? Eine Konstitutionsprobe. Genau, ja. Gegen jetzt erwürfen gegen 53. Das bedeutet, es ist über 50. Ich brauche einen schwierigen Erfolg. Den habe ich nicht. Okay. Die Dinger sind ja nicht stofflich scheinbar. Die können nicht bewusstlos werden. Es zählt rein die Meter, die sie zurückgeworfen werden und der Schaden, der dadurch entsteht. Gut. Und zwar die Stärke des Zaubers minus die Größe des Ziels. Ja, sind 53. Durch 3. Da bleibt nichts übrig, oh. Denn die Größe beträgt 65. Oh nee, schade. Dann nur ein laues Lüftchen. Du schießt deinen Zauber auf alle beide ab und er geht einfach durch sie durch. Er wirbelt zwar das Gewand weg, goodbye. Das alte vermoderte Gewand, reißt Fetzen weg, wirbelt aber sonst einfach nur durch die alten gelben Knochen. Sieht ziemlich cool aus. Jeder ist sich selbst der Nächste! Ich springe über die Reling. Nein. Luraft ist ja auch noch da. Ja, Luraft muss Luraft für dich helfen. Eine Stabilitätsprobe machen. Ob er wieder handlungsfähig ist? Ja. Er rennt er weg, rennt er nicht weg. Luraft, hilf ihm! Nein, er rennt auch weg. Er rennt auch weg. Stimmt! Luraft, tu was ich sage! Fehl ausgewürfelt, er rennt auch weg. Er ist immer noch kalkweiß. Das heißt, ich stehe alleine da? Ja. Okay, dann ab über die Reling. Was heißt keine Reling? Das ganze Kastell ist von einer Mauer umgeben. Das ist wahrscheinlich hüfthoch oder so. Ja. Da spring ich drüber. Da ist unten eine Klippe. Da. Ich hab da noch einen Trick. Okay. Du siehst hier auf der Karte, wie hoch das ist. Extrem hoch. Läufst so schnell du kannst
zu der Steinumfriedung hin und wirfst dich vom Felsen den gezackten Steinen und kalten Fluten entgegen. Okay. Dramatische Pause. Das wird jetzt sehr cool, oder? Oder Matsch. Ich zünde dabei meinen neuen Zauber. Mit Levitatio. Levitation, okay. Das ergibt Sinn. Levitatio Pilosa. Nein, ich nenne ihn nur Levitatio. Ich habe noch genau 13 Magiepunkte übrig. Das reicht, um meine Größe vollkommen mit dem Zauber zu erfassen. Also meine Magiepunkte sind auf 0. Der Zauber ermöglicht es mir, langsam zu schweben. Und ich möchte mich gerne irgendwo Richtung Strand. Hier so zum Ausgangskastell. Wir sehen das nicht, oder? Okay. Nein, wir sind so weit wie möglich in diese Richtung. Während wir so laufen, dass ich sage ich, unsere Überlebensquote bei Männern hat sich gerade reduziert. Du siehst hinter dir, wie einige dieser Skelette wie Nebel auf der Brüstung erscheinen, sich aufbauen und dir hinterher starren. Dann verschluckt sie auch schon der Nebel hinter dir. Ich denke, jetzt ist es Zeit für unsere erste kurze Pause. Bis gleich.